Ja, hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Ich heiße euch ganz recht herzlich willkommen zu diesem neuen Vergleichsvideo hier von Bosch. Es heißt 18 Volt Akku Handkreissägen von Bosch im direkten Vergleichstest und zwar groß gegen klein. Genauer gesagt, wir haben hier die Bosch GKS 18V86, die ultrastarke Biturbo Akku Handkreissäge von Bosch gegen den kleinen Bruder, die altbekannte GKS 18V57. Und genau diese beiden Modelle werden wir heute einmal im Test gegeneinander antreten lassen. Beziehungsweise davor natürlich ausführlich im Detail miteinander vergleichen. Ich denke, dies wird ein ziemlich interessantes Vergleichsvideo. Das Testergebnis steht womöglich schon fest. Ich vermute ja einmal, die GKS 57 wird hier im Mai in das Rennen machen. Aber das werden wir dann nachher, wie gesagt, im Praxistest sehen. Nun geht es erst einmal los nach dem Intro. Also falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser beiden guten Sägen findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Ja, Bosch hat bei diesen beiden Geräten auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Sprich, diese beiden Akku-Handkreissägen sind wirklich Spitzengeräte. Das haben wir bereits schon im Einzelreview beider Geräte gesehen. Sprich, sowohl die 68er als auch die 57er habe ich schon einmal ausführlich vorgestellt und getestet. Wie gesagt, die Ergebnisse waren wirklich sehr, sehr gut. Falls du diese Videos noch nicht gesehen hast, dann schau sie dir auf jeden Fall an. Ich werde sie dir gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken, denn heute geht es, wie gesagt, nur um den direkten Vergleich dieser beiden Akku-Handkreissägen. Ebenfalls anzumerken, normalerweise lassen sich diese beiden Modelle hier nicht direkt 1:1 vergleichen. Logisch, denn wenn wir sie optisch einmal anschauen, sieht man schon, wir haben hier ganz unterschiedliche Kaliber und damit auch unterschiedliche Leistungsklassen. Trotzdem, ich dachte mir, ein Vergleichsvideo ist einmal interessant, um zu sehen, wo denn hier wirklich zwischen diesen beiden Modellen die Unterschiede stecken und auch um herauszufinden, welche Akku-Handkreissäge für dich eventuell die passendere ist. Also lasst uns gleich starten beim markantesten Unterschied dieser beiden Akku-Handkreissägen und zwar bei der Größe bzw. dem Gewicht. Angefangen also einmal bei der Grundplatte. In der Seitenansicht sieht man schon, diese ist bei der 68er auf jeden Fall etwas länger und genauso sieht es auch von unten aus. Sprich, die Grundplatte der 68er ist logischerweise wesentlich größer und massiver als hier von der kleinen 57er. Trotzdem, beide Grundplatten bestehen hier aus Aluminium und machen einen ziemlich robusten Eindruck. Plus, beide sind führungsschienentauglich, also auch hier beide identisch. Das Ganze vielleicht noch einmal in Zahlen. Bei der kleinen 57er haben wir hier eine Grundplattenlänge von ca. 235 mm und bei der großen 68er sind es hingegen ca. 335. Genauso gut ist es aber auch möglich, neben der Führungsschiene beide Akku-Handkreissägen durch den beiliegenden Parallelanschlag zu führen. Dieser ist ebenfalls bei beiden Akku-Handkreissägen vollkommen identisch. Bei der GKS 57 sieht es so aus, wir haben hier vorne rechts und links diese beiden kleinen Aussparungen plus hier die Stellschraube zum anschließenden Fixieren des Parallelanschlags. Und genauso sieht es auch aus bei der 68er, sprich hier haben wir ebenfalls vorne rechts und links eine kleine Aussparung bzw. hier in der Mitte die Stellschraube, aber aufgrund der Größe ist das Ganze auf jeden Fall noch einmal etwas solider. Ebenfalls zu erwähnen, aufgrund der Größe ist die Stellschraube hier bei der 68er auf jeden Fall wesentlich besser erreichbar als bei der 57er, denn hier ist noch einmal alles wesentlich kompakter und enger. Weiter geht es mit den Einstellmöglichkeiten bei der Akku-Handkreissägen. Hier gleich angefangen mit der Einstellung des Gärungswinkels durch diese beiden kleinen Hebel oder Stellschrauben. Auch hier ist der Verstellmechanismus wieder wesentlich größer konzipiert als hier bei der kleinen 57er, denn bei der 68er haben wir hier wirklich diesen schön großen Hebel, auch aus Metall. Bedeutet, das Ding ist wirklich extremst robust, also macht einen sehr, sehr soliden Eindruck. Und bei der 57er haben wir hier dieses kleine Kunststoff-Stellrädchen. Ist natürlich im Vergleich zu dieser Variante hier wesentlich fummeliger, aber trotzdem, es funktioniert. Hinsichtlich der Ablesbarkeit bzw. der Genauigkeit des jeweiligen Winkels liegt die 68er aber auf jeden Fall vorn, denn wenn wir uns hier einmal die 57er anschauen, sieht man schon, wir haben hier lediglich vier Schritte und zwar 45, 30, 15 und 0 Grad, die wir dann hier entsprechend einstellen können. Möchte man dann hingegen einen Gärungswinkel zwischen diesen angegebenen Werten haben, dann muss man entweder schätzen oder man greift hier zu 68er, denn wenn wir uns diese einmal anschauen, sieht man schon, hier sind wesentlich mehr Markierungen und das Ganze lässt sich auch um einiges präziser ablesen.
ziemlich ähnlich. Sieht es auch aus, wenn wir uns hier einmal die Schnitttiefeneinstellung beider Varianten anschauen. Beide aktuell hier auf der geringsten Schnitttiefe, also quasi 0 mm. Dazu finden wir also bei beiden Geräten hinten an der Maschine auf der linken Seite die jeweilige Schnitttiefeneinstellung. Schauen wir uns beide Mechanismen also nun einmal von nahem an und wie man erkennen kann, hier sind beide wieder fast komplett identisch, also sowohl von der Haptik, von der Form als auch von der Größe. Bedeutet also, hier gibt es keine Unterschiede, wo die Unterschiede aber liegen, das kann sich wahrscheinlich jeder denken, und zwar bei der maximalen Schnitttiefe. Schielen wir also nun einmal auf die Skalen beider Schnitttiefeneinstellungen der Akku-Handgrässigen und auch hier, wie man erkennen kann, gibt es einen prägnanten Unterschied. Während bei der 57er die Skala hier wirklich direkt in das Gerät integriert ist, haben wir bei der 86er hier nur diesen kleinen schwarzen Sticker, welcher entsprechend nicht so robust oder so resistent ist wie hier bei der 57er. Sobald wir also einmal einen genaueren Blick hier auf die Schnitttiefeneinstellung der 68er werfen, sehen wir hier, wir können problemlos jeden Millimeter in der Tiefe einstellen. Auf jeden Fall also ziemlich genau und praktisch. Und bei der 57er sieht es nun so aus, hier können wir auch problemlos die Schnitttiefe einstellen, aber nur in 5 mm Schritten ablesen. Bedeutet also für denjenigen, der die Schnitttiefe regelmäßig hochgenau auf den Millimeter einstellen muss, für den ist die 68er die bessere Wahl. Würde ich sagen, bleiben wir gleich einmal in dieser Position und schauen uns die jeweiligen Sägeblätter an. Alleine von der Seitenansicht sieht man schon, auch hier gibt es wieder bezüglich der Größe doch schon deutliche Unterschiede. Und zwar haben wir hier bei der 57er das normale Mittelsägeblatt, also 165 mm an Durchmesser, auf jeden Fall ausreichend. Aber bei der GKS 18V68 haben wir hier einen Durchmesser von 190 mm und das spiegelt sich natürlich auch bei der maximalen Schnitttiefe wider. In Zahlen bedeutet dies wiederum, die 57er, wie der Name auch eigentlich schon verrät, schafft insgesamt eine Schnitttiefe von soliden 57 mm. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Aber wenn wir uns nun einmal hier die 68er anschauen, diese schafft stolze 68, fast 70 mm an Schnitttiefe, also wirklich brutaler Wahnsinn. Diese enormen Schnitttiefen sind aber überhaupt erst möglich, da beide Akku-Handgrässigen auf mehr oder weniger unterschiedlichen Systemen basieren. Bedeutet, wir haben hier bei der 57er eine normale 18 Volt GBA Akku-Handgrässige von Bosch und hier drüben dann eine Bosch Professional B-Turbo-Säge, also die hier wirklich diese enorme Power auch aus den Akkus ziehen kann. Und um diese geballte Power auch wirklich auf das Sägeblatt zu übertragen, brauchen wir zuerst einmal natürlich einen ProCo-Akku, der das Ganze hier leistungstechnisch bereitstellt und dann ein Biturbo-Gerät, also hier die Biturbo-Akku-Handkreissäge von Bosch. Hinzu kommt, die GKS 18V68 hat von Bosch einen sehr soliden Brushless-Motor spendiert bekommen, der entsprechend hier diese geballte Power auch auf die Strecke bringt und dem Sägeblatt eine Leerlaufdrehzahl von bis zu 5000 Umdrehungen in der Minute verleiht. Bei der GKS 57 hingegen sieht das hier etwas anders aus, denn diese besitzt leider keinen Brushless-Motor, sondern nur einen normalen Bürstenmotor, der trotzdem relativ robust ist, wie wir nachher auch noch im Test sehen werden, und bringt das Sägeblatt auf eine Leerlaufdrehzahl von ca. 3400 Umdrehungen in der Minute. Hinzu kommt, beide Geräte besitzen ebenfalls eine Motorbremse, bedeutet, das Sägeblatt läuft wirklich nur sehr, sehr kurz nach, und genau das, würde ich sagen, wollen wir uns nun ebenfalls einmal ganz kurz anschauen. Wie man also sehr schön erkennen konnte, die 57er hat den Stillstand auf jeden Fall schneller erreicht als die 68er. Man muss natürlich dazu sagen, diese hat eine höhere Drehzahl. Deswegen würde ich sagen, ist das Ganze auf jeden Fall wieder ausgeglichen. Würde ich sagen, bleiben wir noch kurz beim Sägeblatt bzw. gehen hier hinter zur Absaugvorrichtung. Denn auch hier gibt es einen kleinen, aber feinen Unterschied, der auf jeden Fall erwähnenswert ist. Angefangen bei der 57er. Hier ist der Absaugstutzen, wie man erkennen kann, fest an der Maschine montiert. Ganz klar, ich kann ihn natürlich hier demontieren, aber nicht drehen, kippen oder neigen. Außerdem ist dieser Absaugstutzen, lasst mich lügen, ich glaube nicht, für das Standard Click-and-Clean-System von Bosch ausgelegt. Wenn ich falsch liege, dann korrigiert mich bitte unten in den Kommentaren.
Bei der 68er wiederum sieht es so aus, auch hier haben wir einen schön großen, robusten Absaugstutzen aus schwarzem Kunststoff und dieser lässt sich nun noch 360 Grad problemlos drehen, wäre dann nicht der Akku im Weg. Und dies hat den praktischen Vorteil, dass ich hier den Absaugstutzen wirklich an die unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen kann, sodass der Absaugschlauch mir nicht im Weg hängt und das System ist auf jeden Fall Click and Clean fähig, hier bin ich mir sicher. Würde ich sagen, weiter geht es bei der Handhabung, denn hier besitzen beide Handkreissägen logischerweise einen Haupthandgriff, wodurch sie sich aktivieren und führen lassen, beziehungsweise hier vorne dann jeweils noch einen kleinen zweiten Handgriff zum Stabilisieren und Korrigieren. Die beiden Haupthandgriffe sind dabei sehr schön ergonomisch und rutschfest, aufgrund der großflächigen Gummierung trotzdem einen unbedingt großen ergonomischen Unterschied kann ich hier so nicht feststellen. Wo aber nun doch wieder ein etwas größerer Unterschied zu finden ist, ist bei der Aktivierung, beziehungsweise genauer gesagt hier bei den Entriegelungsmechanismen. Die GKS 57 basierte dabei auf diesem typischen Bolzenverriegelungssystem, bedeutet diesen hier einmal nach rechts oder links schieben zum Entriegeln, bedeutet diese Akku-Handkreissäge ist auch problemlos für rechts als auch Linkshänder verwendbar. Mehr oder weniger ähnlich sieht es nun bei der 68er aus, aber hier ist es meiner Meinung nach noch einmal wesentlich angenehmer, denn hier haben wir nicht diesen typischen Bolzen, den man nach rechts oder links schieben muss, sondern man kann hier ganz einfach mit dem Daumen diesen Hebel nach unten drücken, um dann die Akku-Handkreissäge wirklich zu entriegeln. Und das natürlich auch sowohl als Rechts- als auch Linkshänder. Ein Stückchen weiter vorn, dann die nächsten Handgriffe und auch hier gibt es doch schon wieder einen etwas größeren Unterschied. Bei der 57er eigentlich schon eher ein Knauf, komplett gummiert und dadurch wirklich schön rutschfest bzw. auch ziemlich ergonomisch. Bedeutet, man kann die Akku-Handkreissäge dadurch wirklich schön führen und lenken, aber mehr auch nicht. Bei der 68er hingegen haben wir nun hier einen komplett gekrümmten Handgriff, zwar komplett aus Kunststoff, aber trotzdem das Teil ist sehr, sehr angenehm, bedeutet, ich kann nun in jeder Position die Akku-Handkreissäge hier führen und halten, was das Ganze wirklich sehr, sehr ergonomisch macht. Hinsichtlich der Ergonomie ist meines Erachtens nach also die GKS 18V 68 die bessere. Bezogen auf die Ergonomie, hier muss man sich auf jeden Fall aber das Gewicht einmal bei der Akku-Handkreissägen genauer anschauen. Wie gesagt, beide aktuell ausgestattet hier mit einem Procore mit 8 Amperestunden. Wollen wir doch einmal schauen, was sie hier wirklich im direkten Vergleich auf die Waage bringen. Fangen wir an mit der großen GKS 18V 68. Wie man erkennen kann, die Biturbo-Säge hat also nun ein Kampfgewicht von soliden 5100 Gramm, was auf jeden Fall schon eine ordentliche Hausnummer ist. Wollen wir doch immer schauen, was die 57er dazu zu sagen hat. Und wie ersichtlich, hier haben wir ein Bruttogewicht von ca. 4350 Gramm, also eine Gewichtsdifferenz von etwas weniger als einem Kilo. Ganz ehrlich, ich muss zugeben, hier hätte ich doch schon einen etwas größeren Gewichtsunterschied erwartet, speziell deswegen, weil die 68er doch schon so wesentlich größer ist als die 57er. Was gibt es noch zu sagen? Ich bin gerade am Überlegen, wir sollten eigentlich fast soweit durch sein. Ach so, genau hier vorne bei beiden Akku-Handkreissägen dieser rote Druckschalter zum Arretieren des Sägeblatts. Wirklich vollkommen identisch, also hier gibt es entsprechend keinen Unterschied. Und last but not least bei der 68er hier zu erkennen, diese Säge ist nämlich auch mehr oder weniger smart bzw. Connectivity fähig. Also wir haben hier das typische Bluetooth-Modul, wodurch wir dann diese Säge entsprechend auslesen und verbinden können. So ein Feature besitzt die 57er dann entsprechend leider nicht. Ja, und damit glaube ich nun sollte auch soweit alles gesagt sein. Deswegen nun heißt es Akkus vollladen und ab in den Praxistest. Mal sehen, wie hier diese beiden Modelle gegeneinander abschneiden. Ich bin gespannt, wie groß hier die Differenz wirklich ist. Also lasst uns starten. Los geht's in den Praxistest. So, kommen wir also nun zum Vergleichstest dieser beiden 18 Volt Akku-Handkreissägen hier von Bosch. Es heißt klein gegen groß. Ich glaube, jeder sollte wissen, welche hier die stärkere ist. Dennoch, wie groß ist denn der Leistungsunterschied wirklich? Dazu hier für beide die gleichen Voraussetzungen. Bedeutet zwei große Procore-Akkus mit 8 Amperestunden für die maximale Power. Frisch aus dem Ladegerät, insofern die Sägen diese Leistung auch wirklich anwenden können. Hinsichtlich des Versuchsaufbaus verwende ich hier mehrere USB-Platten, die ich übereinander gelegt habe, um die maximale Schnitttiefe der beiden Akku-Handkreissägen hier rauszukitzeln. Die 57er sollte mit den 55 mm doch schon ziemlich gut zu tun haben, währenddessen die 68er hier einfach durchzieht. Man sieht links die 57er, rechts die 68er, beide synchron gestartet.
Und die 68er ist hier einfach schon mit dem ersten Streifen fertig, währenddessen die 57er hier noch in der Mitte hängt. Dazu muss ich sagen, ich gebe wirklich nur so viel Druck auf, wie ich vom Gefühl her habe, dass die Säge direkt in den Überlastungsschutz kommen würde. Wie man erkennen kann, die 57er hat dies gerade erfahren, bedeutet der Überlastungsschutz kam hier bei der 68er. Keine Spur davon, die Säge zieht hier sicher durch und hat den zweiten Durchgang nun ebenfalls fast komplett abgehakt, währenddessen die 57er hier noch am Anfang des zweiten Durchgangs steckt. Also wirklich, ihr seht, der Leistungsunterschied ist Wahnsinn. Hinsichtlich der Vibration muss ich sagen, beide Sägen fühlten sich hier ungefähr identisch an. Es kann sein, dass es hier minimale Unterschiede gibt, aber die 68er fühlt sich auf jeden Fall wesentlich sicherer und solider an. Auch einfach vom Durchzug bedeutet, hier ist unglaublich viel Power im Vergleich zur 57er vorhanden. Dennoch, auch diese Säge hat genügend Power, um hier die 55 mm insgesamt zweimal abzutrennen. Also das Ganze sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus. Weiter geht es nun mit dem Gärungsschnitt, insgesamt 45 Grad, hier im Hartholz, welches 35 mm dick ist. Auch hier wieder der direkte Vergleich, links die 57er, rechts die 68er. Und wie man erkennen kann, auch hier bereits der erste Streifen abgesägt. Weiter geht es mit dem zweiten. Auch hier hatte ich auf jeden Fall das Gefühl, dass die 68er wesentlich angenehmer und entspannter hier durch das Holz kommt im Vergleich zu 57er. Aber die Power ist einfach auch unfassbar enorm. Ja, und damit war es das nun eigentlich auch schon mit dem Vergleichstest. Also das Ganze hat wirklich ewig gedauert. Aufbauen, filmen, testen, abbauen und am Ende kommen hier ein, zwei Minuten raus. Also wirklich purer Wahnsinn, im Grunde genauso wie die Ergebnisse. Denn wir haben gesehen, man kann pauschal sagen, die 68er ist Pi mal Daumen nahezu doppelt so schnell bzw. doppelt so stark wie die 57er. Einfach extrem brutale Ergebnisse. Dabei muss man natürlich gegenhalten, die 68er ist auch hier im Vergleich zur 57er um einiges größer und schwerer, aber vom Gefühl her würde ich sagen, ist diese auf jeden Fall sicherer und angenehmer als die kleine 57er. Im Endeffekt hängt es aber davon ab, welchen Einsatzbereich ihr anstrebt bzw. welche Leistung dafür nötig ist, denn beide Sägen haben natürlich auch hier gewisse Vor- und Nachteile. Und damit bedanke ich mich an dieser Stelle auch schon fürs Zuschauen. Falls dir dieses Video bzw. der Aufwand gefallen hat, dann zeig es wie immer gerne mit einem kräftigen Daumen nach oben. Außerdem, falls noch nicht geschehen, dann auf jeden Fall diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellsten Preise dieser beiden Monster findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.